Gut. Bin zwar mal gespannt, was mit Eclipse gemeint ist. Eclipse heißt meines Wissens nach eigentlich vor allem Sonnenfinsternis. Von einer Sonnenfinsternis habe ich hier noch nichts gesehen, aber das könnte auch am Nebel liegen. Bin ich richtig? Nächste links. So. Das ist das Schöne an dem Spiel, es versteckt voller kleiner, witziger, fieser Details. Ist das hier schon? Ach, da bin ich okay. Ah, rennen wir bis zum Ende der Straße. Henry stottert beim Laufen. Es kommt manchmal etwas vor. Aber nur ein bisschen. Ja. So, wenn ich richtig aufgepasst habe, hieß das Ding gerade Ghoul? Warum nennt sich ein Laden Ghoul? Schau mal rein. Kann man da rein? Weiß ich nicht. Sollte ich es dir sagen? Kann man nicht. Na, die Tür ist nur aufgemalt. Toll. Wenn ich einen Laden hätte, dessen Tür nur aufgemalt wäre, dann würde ich ihn auch Ghoul nennen. Damit würdest du aber nicht viel Geld machen. Allein den Laden zu sehen, da müsste ich schon Geld für verlangen. Das war ja klar. Aber hier soll das irgendwo sein. Das war auch klar. Au. Ist dir voll ins Gesicht gelaufen. Oh, du bist über den Abgrund gerannt. Vogelscheuche. Ein Chef. Und jetzt hat es den Vogel weggebackt. Hau ihn. Ich versuch's ja. Hau ihn nochmal. Again. Da kann dir nicht entkommen. Hast du dich in die Wand gebackt? Nee, nein. Nicht ganz. Okay, der ist tot. Nein, ich muss draufhalten. Oh, er zuckt noch. Geh mal näher hin. Ich höre auch immer noch. Wie kannst du ihn... Genau. Jetzt ist er tot. Ah, wunderbar. Ruhe. So. Nächstes Ziel. Links ab und dann in die Gasse rechts rein. Na, das geht doch ganz gut voran. Da ist Harry glatt entsetzt stehen geblieben, als du das sagtest. So, dann müssen wir hier rein. Bin ich richtig? Ja. Bin mir nicht sicher, ob ich hier rennen sollte und ob ich dann nicht irgendwas übersehe. Dann schleich doch. Ich renne erst einmal durch. Ach Gott. Dann bin ich aber nah am Schlüssel. Hör auf, mich zu spoilern. Ich hab da was gefunden. Oh, der gute Harry ist schon ganz außer Atem. Oh, guck mal. Hat jemand mit deinem Kopf Basketball gespielt? Cool. Das ist aber nicht mein Kopf, ich bin kein Hund. Noch nicht. Ja. Noch so eine aufgemalte Tür. Sie geht nicht auf. Ein Klopfen hilft nicht. Was mit der Tür? Auch hier hilft ein Klopfen nicht. Ah, Mann. Was ist hier? Was bist du? Du bist bestimmt auch nichts. Kann ich mit dir interagieren? Nein. Bloß weil wir hier in Silent Hill sind, heißt das nicht, dass du mit jedem Fleck... Nicht, dass heißt das nicht, dass jeder Fleck eine Geschichte hat. So. Nicht? Nö, nur jeder zweite.
Oh, keine Gegner. Ich mag die Gegner nicht. Ich komm nicht mit denen klar. Oh, das könnte böse werden. Hör auf, solche Sachen zu sagen. Das ist die beste Methode, um mit diesen Gegnern klarzukommen. Einfach weiterlaufen. Don't care. Die sind gar nicht da. Na gut. Aber wenn da jetzt gleich noch ein Gegner von vorne kommt, bin ich voll gearscht. Sag ich ja. Au. Nimm den Schlüssel. Danke. Lauf um dein Leben. Renn. Doch nicht in den Rhein. Wie sieht's eigentlich... Ja, komm, nimm einen. Noch mal. Friss. Ich gönn dir noch mal einen. Was wird still? Es wird still in Silent Hill. Jetzt wird's wieder lauter. Ich mag's nicht, wenn es laut ist. Ah, lauf. Eigentlich sollten wir das so machen wie ich und Alexa immer, wenn wir Horrorspiele spielen. Wir sollten eine rote Glühbirne in die Lampe reindrehen. Oh Gott. Da drehe ich noch völlig am Rad. Das habe ich mal gemacht. Weil wir keine andere Glühbirne hatten. Und meine andere kaputt war. Das war jeden Abend ein ganz besonderes Feeling. Also rotes Licht identifiziere ich, da denke ich eigentlich eher an andere Sachen. Wenn du dabei Splatter spielst, denkst du dabei an ganz andere Sachen. Wow. Das war... Sneaky, sneaky. Bin ich jetzt noch richtig? Ja, bin ich. Such die Hundehütte. Oh, danke. Und hinein. Oh, die ist schon völlig aus der Puste. Und Harry auch. Ja, ist er. So. Speichern. Ja, gehen du ruhig. Ja, ich meine ja nur. So, yes. Und danke. Tada! Warum glitscht da die Grafik rum? Ich weiß es nicht. Keine besonderen Gründe. Muss am Emulator liegen. Es wird dunkel. Dieses Licht kann man übrigens auf und an machen, ja, genau. Ich hab das und das könnte dir helfen, den Gegnern zu entkommen, wenn du es nicht anmachst. Jetzt nimm da dieses verdammte Tonikum. Allerdings könnte es, glaube ich, sein, haben die das in dem Spiel schon so gemacht, dass du... Ja, ich kann die Gegenstände... ...Items nicht nur... siehst, wenn du dein Licht nicht anhast. Ach Gott. Mir gefällt's nicht mehr, das Spiel. Ja, jetzt wird's doch erst richtig gut. Tür quietsch noch dober rum, du dumme Tür. Das Türquietschen wirst du noch öfter hören. Gewöhn dich dran. So, du bist jetzt übrigens auf der anderen Seite vom Abgrund. Das heißt, du kannst zur Schule gehen. Ich mag dieses Feature mit der Taschenlampe. Das macht voll Sinn. Warum ist das so dunkel? Kannst du auch das Licht anmachen. Aber dann sehen mich ja, wenn die Monster. Wenn die Gegner dann kommen, kannst du es ausmachen.
aber ich würde trotzdem rennen. Also es wird dir nicht viel helfen, da jetzt so durch die Gegend zu sneaken. Du spielst schließlich nicht Dark Project. Nicht? Und auch nicht rechts Solid Snake. Links. Und was ist mit, wer fällt mir noch so ein? Du bist nicht Solid Henry. Du bist auch nicht Solid Harald. Henry, nicht Harald. Nein. Nee, Harry. Harry Mason. Harry wieder Potter. Harry Mason. Nein, nicht nochmal die Karte. Du sollst das Licht ausmachen und nicht auf die Karte gucken. Danke. Da fällt dir das alles gleich viel leichter. Sind wir schon bei der Schule? Sind wir schon da? Man sieht auch so viel. Okay. Ja, bist gleich da. Freust du dich schon? Nein. Nicht? Ich habe mich damals gefreut an meinem ersten Schultag. Es ist nicht Harrys erster Schultag. Harrys zweiter erster Schultag ist das. Guten Tag. Kann man das lesen? Nein. Stopp. Du wirst dankbar sein. Ich bin es schon jetzt. Oh Gott, die ist ja fast nicht groß. Ja. Und einen Keller haben wir auch noch. Ja. Fug! Ja, du weißt doch, wie Schulen aussehen, nehme ich an. Die sind einfach so. So, und da das hier ein Horrorspiel ist, gehen wir zuallererst in den Keller, oder? Wenn du reinkommst, ich würde alle Räume nacheinander durchklappern. Und die Spinde kann man, glaube ich, auch durchsuchen, wenn ich mich nicht irre. Scheinbar nicht. Achso, Licht, haha. Nee. Also, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ach ja, bei Silent Hill arbeitet man sicher nicht mit System vor, sondern je nachdem, welche Türen funktionieren und welche nicht. Gib mir das. Musst du auf die andere Seite gehen? Ja, ich merk's. Danke. Das kann ich gebrauchen. Da ist noch mehr drin. Nimm es alles. Morphium. Ja, ich sehe doch, dass da noch mehr Verbandskästen, drin steht. Verbandskästen, Vicodin, Kopfschmerztabletten, Migränetabletten. Silent Hill Hospital. Mehr steht da nicht, okay. Also nicht sinnvoll lesbar. Was steht da? Ach so, das ist ein... Haha. Es ist ein Safe Point. Oh. Ja. Ich will nicht anstößig sein, aber mein Gesäß tut mir weh. Ja. Gut, kann ich die da nicht nehmen? Ich dachte, dass da sind auch noch. Ja. Keine weiteren Süßigkeiten für Harry Mason. Oh. Und du legst dich da jetzt nicht hin. Du gehst in die Schule. Du gehst zur Schule. Mama. Nein, du gehst zur Schule. Meldest dich an der Rezeption an und machst dein Ding. Muss die Lehrerliste sein. Ja, dann nimm sie mit. Dovi. Ich könnte mir denken, schau mal ins Menü. Schauen wir uns doch mal das Blut. Oder schau dir das da an, genau. Es ist Blut geschrieben. Gesundheit. Ein silberner Wegweiser. Und mit den verschollenen Sprachen einfach
Ist dir was? Guck mal ins Menü, ob du Notizen hast. Aber ich glaube, nein, hab ich nicht. Das haben sie hier nicht. Das ist, naja. Aber ich weiß eine Sache. Kannst du mir mehr? Wo ist es denn? Oh nein, ich kann die Language nicht mehr umstellen. Ich hätte jetzt das gerne auf Englisch gehabt, einfach um den Spruch auf Englisch zu haben, weil ich nicht sicher bin, ob der auf Englisch nicht vielleicht mehr Sinn gibt. Nee. Gut.